Das ist das die Waldtraut. Nehmen wir jetzt mal mit. Weil die sich in den Wald traut. Was? Ja. Schon okay. Ihr müsst ihn nicht verstehen. Naja, ich weiß genau, du redest jetzt noch, was daran so lustig war. Frag doch mal Dr. Alvis, der weiß das bestimmt. Ich kann pfeifen, ja, aber nicht sonderlich gut. Ja, ich kann auch wieder reden. Entschuldigung, aber ich pfeife unglaublich gerne. Ist übrigens gut für die Lunge zu pfeifen. Das trainiert Atmung und Atemrhythmus und Lungenvolumen. So. Wo ging es jetzt nach Hause? Ah, vorbei am Skorpion. Na, lass ich mich mal nicht vom Skorpion holen. Ja, ist immer noch am Regnen. Dieser Regen, der regt mich auf. Versteht ihr Regen auf Regen? Oh, ein Rudolf, ein. Das ist eigentlich mehr ein Dammwild. Es hat nichts mit wilden Dämmen zu tun, sondern mit Enten, glaube ich. Hallo, Ente. Meine Lieblingskinderkassette war, ach, was scheiße, das ist ein Skorpion. Nee, so hieß die nicht. War Wulle, eine Erpelgeschichte. Kennt ihr Wulle? Wer von euch kennt Wulle? Also, das kennt man eigentlich nur, wenn man aus dem Frankfurter Raum ist. Weil das eben auch von einem von der Frankfurter Hörspiel, ja, was ist Agentur, Firma, kann ich jetzt nicht genau sagen, Leuten tutentun ist, die wirklich wunderschöne Kinderhörspiele machen. Jetzt bin ich hier völlig falsch rausgelaufen. Naja, egal. Hoffentlich verfolgt mich jetzt der DK nicht. Ich schwimme lieber. Ich habe ja schließlich einen Kaninchen-Ofenkopf, ne? Hallo, Dieter! Wo ist Dieter? Dieter? Dieter! Hi, bist du Dieter? Wie steht da hin? Ich kann leider keine Delfine nachmachen. Das klingt nur extrem bescheuert. Ist doch bescheuert. Boing. Boing. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal wieder zurück nach Hause. Ich hätte die Hundis mitnehmen sollen, hätte ich die wieder zu Hause platzieren können. Naja. So. Oh, damit die Wald... Halt, Waldtraut! Der Waldtraut, bleibst du da stehen noch? Günther, guck mal, ich habe ein Kaninchen gefunden. So. Tür auf. Waldtraut auf den Kopf. Waldtraut raus aus dem Kopf. Tür zu. Hallo, Waldtraut. Hi, Günther. Guten Tag, es regnet. Ist das nicht schön? Wenigstens schneit's nicht mehr. Ja, also hier hat es so direkt ja eh nie gesch... Naja, lassen wir das. Hier machte man nochmal einen Plattenspieler. Ich glaube, das war irgendwas mit Holz oder sowas. Apropos Holz, das können wir dann hier reinklatschen. Und hier erstmal einfach alles andere. Wenn ich gerade nicht weiß, was ich mit dem Schund anfange. Nein, die Pfeile brauche ich noch. Was ich damit anfangen soll, packe ich das erstmal alles hier zum Vorsortieren rein. Schleime, die brauchen wir unbedingt unten. Die Enderaugen brauchen wir auch unten. Die Kohle ist jetzt gerade nicht so wichtig. Die brauchen wir unten. Das brauchen wir wegen dem Zucker. Alles andere ist erstmal nicht so wichtig. Holz bräuchte ich, glaube ich. Ich weiß nicht. Ich gucke mal gerade. Minecraft. Platten. Warte, ich kann nicht schreiben. Minecraft Plattenspieler. So, der Plattenspieler in Minecraft wird gecraftet mit Holz und einem Diamanten. Na, dann wollen wir das doch mal gleich machen, ne? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und ich habe jetzt die Diamanten vergessen, weil ich blöd bin. Oder? Achso, die habe ich da hingelegt, weil ich so schlau wie klugi bin. Also nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Kartenspieler! Regen noch nicht so laut wäre. Hallo, Waltraud. Hör sofort auf zu regnen. Dum, 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 dum. Eine meiner Lieblingsschallplatten. Schön. Ich wollte mir noch eine Endertruhe bauen. Dafür müssten wir uns unbedingt in Gebiete begeben, wo es Lava gibt. Was überhaupt kein Problem ist, weil ich weiß ganz genau, wo wir dafür hingehen müssen. Oh, ist das ein Haifisch? Haifisch. Oh, wir müssen unbedingt eine Birkenfolge machen. Unbedingt eine Birkenfolge. Es tut mir so leid, ich muss den letzten Part davon überhaupt noch auswerten. Ich hatte jetzt bis jetzt jedes Mal, gehe ich ganz unvorbereitet an die Aufnahme ran. Das ist einfach schon seit so 3 Monaten eigentlich totales Chaos hier in meinem Privatleben, weil zwischen 2 Wohnungen 60 Kilometer hin und her pendeln ist echt nicht witzig. Nein, wirklich nicht. Und dann ging die Heizung kaputt und das ging nicht und jenes ging nicht. Und dann musste ich mich auch noch mit so vielen anderen Privatsachen rumschlagen von irgendwelchen nervigen Leuten und so ein Zeugs. Das war echt extrem anstrengend. Naja. Aber die haben wir, aber die Probleme haben wir alle gelöst. Ja, das Problem ist alle gelöst. Weil ich bin ja schließlich hier der Problemlöser. Verstehen Sie? So, jetzt müssen wir hier unten wahrscheinlich auch auf neue Mobs aufpassen. Und jetzt haben wir keine Musik mehr. Dann gucke ich mal, was hier für Musik passen würde. Haben wir irgendwelche Cave-Musik, die passen würde? Irgendwas Dark-mäßiges. Hallo, du bist ja immer noch da, kleine Schafi. Ich habe auch die normalen Mobs nicht auf Despawn gesetzt, weil ich nicht will, dass die Despawn... Aha. Aha, I can see you. But you can't see me. Because you're an idiot. Oh no, I missed him. And now he's dead. Ist das eigentlich der Weg, den ich gehen wollte? Ja. Genau hier wollte ich hin. Monster, Zombies, Mumien, Geister finden endlich ihren Meister, mich. Oh Gott, ist das hier dunkel unten. Dann platzieren wir hier einfach mal Wasser. Und das für Geräusche. Ich will es gar nicht wissen. Und spielen ein bisschen Obsidian-Weltmeisterschaften. Ja, meine Damen und Herren, wir befinden uns jetzt wieder in den Obsidian-Abbau-Weltmeisterschaften. Das hier ist eine ganz besondere Ecke. Die hat sich die Honey mal wieder gesucht, um eben nicht vom Wasser abgetrieben zu werden. Abgetrieben. Könnten Witz machen. Mach ich nicht. Und sie hat sich ganz intelligenterweise natürlich einen Wassereimer in die Ecke gesetzt, damit eben die ganzen Obsidiansteine nicht in der Lava versinken, die ebenfalls noch in der obersten Obsidianschicht unten drunter enthalten Tutentun ist. Ja, und da sehen wir schon die perfekte Technik ihrer ganz speziellen Spitzhacke, die, glaube ich, nicht mehr ganz so effizient war wie vor diesem komischen Golem-Bug-Dingsbums, aber ist ja auch völlig egal. Ich brauche nur genügend für eine Endertruhe. Das kann ja nicht so viel sein, komm schon. Das müsste jetzt eigentlich auch gleich schon reichen. Ich baue trotzdem noch ein bisschen mehr ab. Obsidian kann man für eine ganze Menge Zeugs gebrauchen. So. Hier ebenfalls. Oh, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Uhuhaha. Meine Güte. Spieler, schreckt mich nicht so. Da ist noch Gold in der Wand. Aber für Erze, wie gesagt, gehe ich erst, wenn ich die Endertruhe habe. Komm her. Komm mit. Kommen Sie mit, kommen Sie ran, kommen Sie rum. Das reicht. Oh, Schwert ausrüsten. Man weiß ja nie, was einem hier erwartet. Und ich glaube, es ist draußen noch jetzt dunkel geworden. Was natürlich nicht sonderlich schlau war. Aber ich habe ja, glaube ich, auch in diesem anderen Ding dort ein Bett, nicht wahr? War da nicht ein Bett? Ich glaube, da war ein Bett. Das wäre echt nett, wäre da ein Bett. Ach so, ja. Hier weiter hoch. Richtig. The zombies are coming. I wanna eat.
Make your brain, brain, brain. Because I love brain. It's so tasty, brain. I like brain. Brain, brain, brain. Really like the brain. Brain, brain. And now I'm burning in the sun. Brains. Kurzes Leben eines Zombies. Dazu verdammt zu verbrennen in der Sonne. Gefangen in seinem eigenen Wahnsinn. Zieht er nachts umher. Und doch ist er des Morgens des Teufels. Wird vernichtet. Und wenn er sich doch noch irgendwo hinter einem Baum versteckt, muss er damit rechnen, dass ich ihn entdecke. Und ihn mit meinem Diamantschwert in zwei haue. Und dann wird offenbart, dass er gar kein Gehirn besitzt, denn das tun sie alle, die Verrückten. Sie sind absolut gehirnlos und machen Geräusche wie ein Delfin. Die ich immer noch nicht nachmachen kann. So, ja, die Musik ist jetzt nicht mehr ganz so funky, funky. Aber die... Naja, die hatten wir vorhin schon. Meine klassische Minecraft-Musik. La 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 la. La 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 la. Hallo Waldraut, die sich in den Wald traut. Ich habe hier leider keine mehr von diesen ganzen Enderdingern. Die habe ich nämlich alle nach unten gepackt. Tap 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 tap. So, die Musik ist mir jetzt irgendwie gerade... Danke. War mir gerade ein bisschen zu laut auf den Ohrchen. Endertruhe mitgenommen. Das kann da rein, den Schleim, weil die brauchen wir eigentlich wegen Magma-Creme. Tue ich aber trotzdem erstmal da rein. Wir gehen nämlich erstmal farmen, bevor wir überhaupt irgendwas machen mit den Brauständen in der anderen Behausung, bevor wir da irgendwas mit tun. Geht es jetzt nämlich erstmal darum, sich um die Endertruhe da zu kümmern. Ja, das ist ja alles ganz gut. Das ist auch für unterwegs dann ganz nett. Das nehme ich dann, wenn ich drüben bin, aus der Truhe noch raus, damit wir möglichst viel Platz in der Truhe haben. Und hier ist das weg. Genau das wollte ich sagen. Und zwar genauso. Ba-bam, ba-dam, 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 ba-dam. Ein Ei. Hui! Naja, ich bewerfe auch gerne Böden mit Eiern. Da kenne ich gar nichts. Ich bin ein richtiger Disser. Ich mobbe. Ich mobbe dich, du blöder Boden. Habe ich den Boden jetzt aber gemobbt? Oh. Ja, Waldraut. Waldraut. Was ist eigentlich, wenn ich jetzt die Tür aufmachen will? Geht nicht. Muss ich erst aufmachen, dann die Waldraut aufsetzen. Na, Waldraut! Waldraut, bleib doch mal. Muss ich erst hier so machen. Dann halt Waldraut wieder absetzen. Waldraut wieder aufsetzen. Waldraut wieder aufsetzen. Und mit Waldraut an Günther vorbeigehen. Hallo Günther. Guten Morgen, Honey. Guten Morgen. Du hast ein süßes kleines Kaninchen auf dem Kopf. Ja, das ist niedlich, ne? Das ist meine kleine Waldraut. Auch sehr süß. Ich hätte auch gerne Freunde nebenbei bemerkt. Könntest du mir da mal ruhig eine hinten hinpflanzen? Nee, rennst du schon wieder hin? Den konnte ich schon gar nicht mehr. So, also wir gehen jetzt zurück. Geben unserem Walter eine Waldraut. Vielleicht machen sie kleine Waldrautchens. Ah, Bienen. Bzz, bzz, bzz. Süß. Oh, eine Ratte, eine liebe Ratte, keine Akro-Ratte. Keine Ratte mit aggressiven Störungen. Und dann gehen wir Ressourcen sammeln im Untergrund. Wo der Grund im Unter wohnt. So. Ja, vielleicht sollte ich die Minecraft-Musik innen auch ausschalten. Halt, ich muss rennen. Boing, boing. Ich muss doch ganz schnell sein, wie ein Häschen. Hoppel, hoppel, hoppel im Hoppelgalopp. Und... Oh, da sind Hundchen zum Zähmen. Oh, jetzt aber nicht. Ich hab schon Hundchen. Hallo, Hundchen. Lass meine Häschen bloß in Ruhe, ne? Oh, oh. Was? Ich dich hier langschlängeln? Jawohl. Noch mehr Hundchen. Eishundchen. Na, ihr süßen Flauschi-Bauschis.
Hui, aua. War das nicht geplant? Boing, boing, boing. Hallo Kuh, tschüss Kuh. Bis später Kuh. Ih, Kuh. Ja, der ist bestimmt extrem hoch. So, boing, wahaha. Ich wäre fast in das Loch da reingefallen. So, dann da lang und dann ging es da irgendwo zur Wüste. Ba, ba, ba-da-dam-ba, ba-dam-bam-bam. Ich gehe jetzt zur Wüste über den Eissee. Wie beim letzten Mal, ist das nicht schön? Hoffentlich begegnen mir keine Monster, denn ich kann jetzt gerade nicht kämpfen. Ich hab Waltraut da auf dem Kopf und die köttelt mir gerade ins Genick. Waltraut, das ist eklig. Lass das. Dup, 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 dup. Wo sind die kleinen Elefanten? Die waren doch das letzte Mal da. Oh, da sind sie. Die Herde ist weitergezogen. La 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 la. La 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 la. Na 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 na. Warum liegen dort Erfahrungspunkte? Mir egal, ich kann sie gebrauchen. Ich nehme sie jetzt einfach mit. Und ich singe schon wieder so viel im LP. Wollte ich gar nicht. Ach, guck, da ist meine. Da muss ich hin. Boing, 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 boing. Boing, 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 platsch. Boing, 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 boing. Und boing, 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 boing. Hüpf, hüpf. Hüpf, habe ich gesagt. Tschüss. Vorsicht, Hühnchen. Walter, ich habe eine Freundin für dich. Da könnt ihr viele kleine Garnelchen machen. Ordentlich am Rammeln, verstehst du? Ja, jetzt muss ich erstmal das Garnelchen nochmal absetzen. Wo ist das Garnelchen jetzt hin? Wo ist meine Waltraut? Nein, Waltraut! Die sich aus dem Wald traut. Bleibst du stehen, du? Nein. Ich glaube, es geht los. Achso. Ah, was mache ich da überall? Ich nehme Knochen mit. Nee, ich nehme die Axt. So, jetzt habe ich die Waltraut wieder auf dem Arm. So. Jetzt nochmal absetzen. Tür auf. Waltraut wieder einfangen. Durchgehen. Waltraut absetzen. Tür zumachen. Und hoffen, dass Wald... Oh, sie haben ja schon Babykaninchen gemacht. Das ging aber verdammt schnell. Möchte ich mal nebenbei erwähnen. Wo kommt denn das? Och, Gottchen. Och, Gott, ist das süß. Och, Gottchen. Also, was klaue ich im Putschi? Och, Gott. Och, wie süß. Och, nö, ist das niedlich. Och, guck mal da. Wo die kleine Babyhase. Pupsi, Flupsi. Waltraut, was machen wir da oben immer? Dann kommt man wieder runter. So ist brav. Tut dabei dein Baby sein. Oh, ist sie süß. Oh, ist so was süßes. Da muss ich mal rausgehen gucken. Oh, eine kleine, knuffige, kleine Hanna. Hanna. Dann noch einer. Oh, der wächst ja schon. Oh, wie süß. Oh, kann man sich so ein Baby auf den Kopf setzen? Ja. Oh, das ist... Das ist Waltrautchen. Oh, ich bin Baby. Was? Ich bin ein Mädchen, die Reaktion hättet ihr erwarten können. Komm hier, Waltrautchen. Meine Katze jammert. Waltraut. Waltrautchen. Hopp. Hopp. Oh. Ich geh mal mein Hasenkaninchen nicht da rein. Gucken, ob ich hier noch ein anderes Baby kriege. Baby? Das da? Nee. Lassen wir das mal. Oh, eine kleine Hasenfamilie. So was Süßes. So was Süßes. Bis zum nächsten Mal. Dann in der Untergrund. Ihr wisst schon.